Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Webinar Best Practice Tipps für die Zusammenarbeit in Microsoft Teams, Teil 3 diesmal. Und wenn Sie uns kennen, dann wissen Sie, es gab schon Teil 1 und Teil 2. Diese Teile habe ich Ihnen im Chat nochmal verlinkt, beziehungsweise Sie kriegen die Links natürlich auch im Nachgang, sodass Sie, wenn Sie Teil 1 und Teil 2 verpasst haben sollten und sich das nochmal nachschauen möchten, dann können Sie das natürlich auch gerne machen. Super. Ein paar organisatorische, technische Hinweise noch. Sie sind alle stumm geschaltet. Sie können aber Ihre Fragen jederzeit im Chat eingeben. Diese Fragen werde ich dann in den letzten 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie schnell wir vorangehen, beantworten. Und das Webinar wird auch aufgezeichnet. Das heißt, alles, was ich Ihnen hier zeige, können Sie sich im Nachgang nochmal anschauen, in Ruhe und einfach nochmal die Klickwege nachverfolgen in Ihrem eigenen Tempo. Das heißt, keine Sorge, Sie verpassen nichts. Genau. Für alle, die mich noch nicht kennen können, ich sehe ein paar bekannte Namen, aber auch ein paar unbekannte. Daher möchte ich mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Lynn Tran. Ich bin in der Marketing- und PR-Abteilung bei der Firma Inlux tätig, unter anderem verantwortlich für unsere Webinare. Wir machen Webinare zu den verschiedensten technischen Themen wie Outlook, Teams, aber natürlich auch zu unserem eigenen Produkt. Wir sind ein Softwarehersteller und sind spezialisiert auf Outlook integrierter Projektmanagement Software. Das ist, wir sind eigentlich die einzige Software, die so stark in Outlook integriert ist. Haben bisher schon über 60.000 Anwender weltweit. Kleine, mittelständische, aber auch große Konzerne sind dabei. Wir sind eine Standardsoftware, das heißt, jeder kann uns nutzen, jedes Team, jede Abteilung, jede Branche. Heute geht es aber um unsere Teams-Integration. Wie gesagt, wir sind seit Anfang an, wir sind jetzt schon über 20 Jahre alt, das Unternehmen. Wir feiern dieses Jahr unser Firmenjubiläum. Und wir sind sehr stark auf Integration spezialisiert und natürlich gibt es auch eine Teams-Integration. Und dazu würde ich Ihnen gerne heute eine kurze Einführung geben und wie Sie die Inlux für Teams App einrichten können, wie Sie verschiedene Projektbereiche hinzufügen können und dann ganz am Schluss noch ein kurzer Exkurs in Inlux und Power Automate. Das ist die Workflow, das Workflow-Programm quasi von Microsoft, mit dem Sie bestimmte Prozesse zwischen Teams und Inlux automatisieren können. Und ich werde Ihnen ein kleines Anwendungsbeispiel zeigen. Ja. Was ist denn überhaupt die Inlux für Teams App? Das klingt immer so als App, aber Sie kennen es bestimmt auch in Teams. Da haben Sie ja verschiedene Add-ins und da gibt es auch ein Inlux Add-in. So würde das aussehen. Und was Sie eben hier machen können, ist, dass Sie sich das Add-in herunterladen können. Die Voraussetzungen dafür sind, dass Sie natürlich einen Microsoft Teams Account haben, beziehungsweise Office 365. Und außerdem ein Inlux Now Konto, das heißt die Cloud-Version von Inlux. Und da wird nämlich die Inlux Web App quasi als App integriert. Und ganz wichtig ist natürlich, dass auch die ganzen Kanalmitglieder auf der gleichen Projektdatenbank, also auf der gleichen Inlux-Datenbank arbeiten. Denn nur so haben sie Zugriff auf auf diese Projekte, die sie halt anhängen. Und natürlich müssen die Kanalmitglieder auch die Berechtigungen für das jeweilige Projekt beziehungsweise den Projektbereich haben. Das ist natürlich auch eine Sicherheit für Sie, wenn Sie sagen, wenn ich aber jetzt dieses Projekt oder diesen Projektplan oder sonstiges hier anhänge im Team, sieht das dann jeder, weil eigentlich in dem Projekt sollte das nicht jeder sehen, beziehungsweise keine projektfremde Person sehen. Natürlich gelten auch hier die Inlux-Berechtigungen, die Sie eingestellt haben. Das heißt, niemand sieht etwas, was er oder sie nicht sehen darf. Super. Und das sind eben die Bereiche, die Sie anhängen können, also die Sie
aus Indux kennen, also im Projekt, können nur bestimmte Projektbereiche einzeln anhängen, wie die Betreuung, Aufgaben, Dokumente, Listen, Zeit, Planung, Budgets. All diese Bereiche können Sie anhängen. Und das war es jetzt eigentlich auch von der Theorie. Ich zeige es Ihnen mal in der Praxis, wie es dann wirklich aussieht, und würde sagen, ich springe jetzt dann direkt zu Microsoft Teams. So. Wenn Sie Teams aufmachen, dann landen Sie hier. Wir sind jetzt im Marketing-Team und in der im Kanal Branchenmesse. Das sind alles Teams und Kanäle und auch Projekte, die wir natürlich vor Corona angelegt haben, die leider sehr gut, die sehr schön aussehen, aber natürlich in der Corona-Phase nicht mehr ganz so relevant sind. Aber vielleicht in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal wieder Messen haben können, dann können Sie. Zeige ich Ihnen das jetzt hier einfach mal. Genau. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, ein Add-in hinzuzufügen oder das Indux-Add-in hinzuzufügen und auch alle anderen Add-ins. Einmal natürlich hier unten über Apps. Da können Sie einfach draufklicken und dann öffnen sich alle Apps und Sie können hier links oben nach Indux suchen und dann erscheint auch schon die Indux für Teams App. Auch hier, wenn Sie auf die drei Punkte hier klicken, ist es so quasi die Schnellsuche. Das geht natürlich schneller. Dann müssen Sie quasi den Bereich nicht verlassen, in dem Sie gerade sind. Auch hier können Sie die Indux für Teams App finden. Oder eben, wenn wir jetzt wieder zurück in unseren Kanal Branchenmesse gehen, können Sie das natürlich auch hier oben über das Plus eine Registerkarte hinzufügen. Und dann sehen Sie schon hier, das ist, mir wird Indux schon an erster Stelle angezeigt, weil das war die letzte App, die ich runtergeladen habe. Aber ansonsten können Sie natürlich auch hier oben nach Indux suchen und dann ist es auch eine Sofortsuche und alles, die Suchergebnisse werden ausgefiltert. Genau. Und um die Registerkarte Indux Now hinzuzufügen, klicken Sie dann auf den Button und dann werden Sie natürlich aufgefordert, sich in Indux zu verbinden oder mit Indux Now zu verbinden. Klicken Sie einfach drauf und können dann hier, das ist die bekannte Anmeldemaske von Indux Now, sich einfach anmelden. Ich habe das mal jetzt hier schon hier drüben alles aufgeschrieben, damit es schneller geht und man keine Tippfehler hat, die Zeit wegnehmen. Und dann hier, upsie, so, nochmal, C, so. Und melden sich einfach mit Ihrem Anmeldenamen und dem Passwort an oder auch mit Office 365 können Sie sich auch anmelden, wenn Sie denn Ihr Indux Now-Konto schon damit verknüpft haben. Und wenn Sie in verschiedenen Projekträumen arbeiten, dann müssten Sie noch das richtige Konto auswählen. Also hier in dem Demo-Konto-Account bin ich in, da habe ich drei unterschiedliche Projektdaten. Bänke, wenn Sie zum Beispiel ein Geschäftsführer-Projekt haben oder ein Geschäftsführerkonto haben und ein Teamkonto, dann müssen Sie hier noch das richtige Konto auswählen. Die meisten haben aber eigentlich ein Konto, das heißt, da ist weniger Komplexität, denn ich nehme das als Projekte und dieses Konto verwenden. Und dann können Sie noch das richtige Projekt auswählen, entweder aus dieser langen Liste, die wir hier haben, beziehungsweise hier oben natürlich auch über die Projektsuche. Das ist jetzt hier die Branchenmesse, die ist relativ einfach zu finden, die ist weiter oben und dann kann ich das hier auswählen. Und wenn Sie dann ganz nach unten scrollen, so, ist dann hier noch der Projektbereich, den Sie sich einbinden können. Also es ist quasi, Sie können nicht das ein Projekt mit allen Bereichen gleichzeitig, weil auch nicht jeder Bereich ist relevant für einen. Sie können natürlich die Betreuungsseite einbinden, Aufgaben, Dokumente, was ich Ihnen ja gerade schon gezeigt habe. Ich sage jetzt mal, wir möchten die Aufgaben, also das Kanban-Board hier einbinden in der Registerkarte. Ich kann sagen, sollen die Kanalmitglieder darüber informiert werden, dass es eine neue Registerkarte gibt? Dann sage ich ja und können das dann einfach speichern. Und Sie sehen schon, hier oben ist eine neue Registerkarte erschienen. Und hier sind Sie dann in der Nux Web App, können ganz normal live arbeiten. Es wird komplett synchronisiert in Ihrem Browser natürlich, in Web App, aber auch wenn Sie auch die Outlook
das Outlook-Add-in nutzen mit InnoxNow, wird es natürlich da genauso in Echtzeit synchronisiert. Das heißt, wenn Sie Aufgaben immer als erledigt markieren, hier drinnen in Teams markieren, dann wird es auch im richtigen Projekt markiert. Ich schaue immer mal auf meine Notizen, dass ich nicht etwas vergesse. Sie können diese Registerkarte natürlich auch umbenennen, weil standardmäßig wird einfach die Projektnummer und der Projektname genommen. Sie können aber sagen, um das zum Beispiel differenzieren zu können, einfach mit Rechtsklick auf diese Registerkarte, dann erhalten Sie die Option umbenennen. Sie können auch die Registerkarte hier wieder entfernen. Wenn Sie da umbenennen, dann mache ich das meistens so, dass ich statt der Projektnummer den Bereich benenne, Aufgaben und dann halt die das Projekt, jeweilige Projekt. Ja, können auch speichern und so haben Sie eine schöne Registerkarte. Wenn Sie sagen, ich möchte das Ganze drumherum nicht haben, ich möchte ein bisschen konzentrierter in meinem Projekt arbeiten, in meinen Aufgaben arbeiten, dann können Sie das natürlich auch vergrößern auf die Gesamtfläche und dann haben Sie nur diese Inux-Aufgaben und können Sie dann auch hier oben natürlich wieder verkleinern. Sie können natürlich das auch aktualisieren. Wenn Änderungen, wenn Sie so wissen, okay, irgendwie sind Änderungen da, aber oder wenn jemand anders irgendwo anders in diesem Projekt arbeitet, Aufgaben verschiebt, dann können Sie immer so über dieses Aktualisierungs-Icon Ihr Projekt, diese Ansicht aktualisieren. Und im Kanal, Sie können auch natürlich diese Registerkarte aufpoppen, wenn Sie sagen, ich möchte in einem Fenster meine Beiträge sehen und in einem nächsten Fenster dann das Inlux Kanban-Board, dann können Sie das eben hier aufpoppen. Dann ist es quasi nochmal so als Pop-up. Das kennen Sie ja auch bestimmt von den Teams-Chats, die Sie auspoppen können. Genau, dann können Sie auch wieder schließen. Und natürlich, was natürlich sehr praktisch ist, wieso wir das in Teams haben wollen, diese Integration, ist, dass Sie kontextbezogen hier auch chatten können oder kommunizieren können in Echtzeit mit dem Team. Sie können sagen, hey, die in Bearbeitung Standgröße, könnt ihr mir mal bitte Feedback geben? Das wäre super schnell, dann kann ich es parken zum Beispiel. Genau, und so können Sie so viele Registerkarten, wie Sie möchten, hinzufügen. Sie können eben alle Bereiche hinzufügen. Sie können aber auch eben nur die Aufgaben hinzufügen oder nur die Projektliste, je nachdem, wie Sie das möchten. Und der Vorteil ist natürlich, dass so, wenn Sie fragen, ja, aber ich könnte ja auch einfach Inlux Web App aufmachen in einem neuen Browserfenster. Aber zum Beispiel für die Kommunikation, es ist zum Beispiel nicht jeder in diesem Kanal hat vielleicht Zugriff auf Inlux und umgekehrt oder nicht jeder, der in Inlux Zugriff hat, hat auf das Teams, diesen Teams-Kanal Zugriff und so können sie einfach zusammenarbeiten. Also zumindest was Kommentare angeht, zumindest was wichtige Sachen angeht, zu sagen, okay, hier in der Aufgabe ist das und das. Und was sie auch natürlich machen können, ist tatsächlich diese Registerkarte. Genau, wenn Sie auf die drei Punkte klicken, gibt es nämlich einen Link zu der Registerkarte. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Chat haben, ich kopiere das jetzt mal und gehe in den Chat und möchte jemanden benachrichtigen, eine Person, die das vielleicht noch nicht mitbekommen hat, dass es ein neues Projekt gibt oder eine neue Registerkarte in dem Kanal. Hallo, es gibt ein neues Projekt. So. Und dann können Sie es direkt hier einfügen, abschicken. Und wenn die Person eben direkt auf den Link klickt, kommt sie in den richtigen Kanal und auch in die richtige Registerkarte und kann hier direkt arbeiten. Also das ist natürlich auch der Vorteil davon. Können Sie auch tatsächlich auch im Browser machen. Natürlich können Sie den Link zu dem bestimmten Projekt und sowas machen. Aber wie gesagt, wir wollen ja alle produktiver arbeiten. Wir wollen ja nicht eben fünf verschiedene Tools haben. Deshalb ist ja dieser Integrationsgedanke so wichtig, dass wir es in Outlook haben oder eben in Teams jetzt besonders eben mit Corona und dem wiedereingeführten, mit der wiedereingeführten Homeoffice-Pflicht. Genau. Dann schaue ich mal auf die Zeit, wir sind sehr gut in der Zeit.
Dann kann ich Ihnen noch zeigen, wie Sie ein weiteres Anwendungsbeispiel, das Sie machen können, ist zum Beispiel, wenn Sie Teams als Ticketsystem nutzen. Das machen wir tatsächlich oder unsere Supportabteilung macht es tatsächlich genauso. Sie hat eben ein Workflow erstellt über Power Automate, dass Bugs, die zum Beispiel hier, wir sind jetzt hier im Support-Team, sie haben einen Bug-Kanal und dass zum Beispiel jeder Bug, der hier eingestellt wird, wird zum Beispiel auch als E-Mail verschickt in Outlook, aber auch in Inlooks direkt in dem jeweiligen Projekt als Aufgabe hinzugefügt. Der Vorteil ist natürlich als Aufgabe, dass man ihm diese Aufgabe abhaken kann. Also man kann ihm diese Aufgabe als in Bearbeitung verschieben. Man hat einfach mehr Transparenz und dann eben als abgehakt markieren und Personen können sich die Aufgaben zuweisen, was sie eben hier nicht machen können. Das heißt, der Bug wird jetzt zwar eingestellt, aber dann müsste jemand hier unten antworten, ja, ich übernehme das oder sowas und dann geht da einfach die Transparenz so ein bisschen verloren nach einer bestimmten Zeit. Genau. Und was wir hier gemacht haben, ist, dass wir eben gesagt haben, wenn eine neue Nachricht hier reinkommt, dann soll bitte auch in dem jeweiligen Projekt eine Aufgabe erzeugt werden. Das heißt, ich werde hier oben erstmal das Projekt hinzufügen. So, wir sind hier schon drin. Wir müssen uns nicht mehr einloggen. Wir müssen es nur einmal einmachen, müssen aber nur noch das richtige Konto auswählen. Genau. Ich nehme jetzt mal hier den Haken raus, später wissen, weil sonst Sie sehen dann schon, wie wir den Haken hier rausgenommen haben. Und dann habe ich hier tatsächlich ein Projekt, das heißt Support Bugs. Genau so. Und hier möchte ich mir die Aufgaben anzeigen lassen und kann dann Speichern klicken. So. Und dann sehen Sie hier schon alle Bugs. Das sind die ganzen Nachrichten, die wir hier aufgeschrieben haben, sind auch hier schon drinnen. So, ich mache mal den Chat aus, damit er ein bisschen größer ist. Und wie geht das jetzt? Ein kleiner Exkurs. Ich kann jetzt nicht auch aufgrund der Zeit auch nicht den ganzen Flow zeigen, wie man so einen Flow erstellt. Wir haben aber, wie gesagt, ein eigenes Webinar dafür schon gehalten und die Aufzeichnung ist auch öffentlich verfügbar. Ich habe Ihnen das auch im Chat nochmal verlinkt, sodass Sie da nochmal die Aufzeichnung für Power Automate sich anschauen können und wie das funktioniert, wie Sie eben nicht nur mit Inlooks mit Teams verbinden, sondern auch Inlooks mit Outlook zum Beispiel noch zusätzlich bestimmte Prozesse automatisieren können. Aber ich zeige Ihnen das heute mal für das nur ganz kurz. Und so sieht das aus. Power Automate sieht sehr unspektakulär aus, aber ist sehr, sehr stark. Also diese Software, dieses Ding, es hilft einem quasi Schnittstellen zwischen verschiedenen Programmen zu erstellen, die ohne, aber man braucht dafür eigentlich keine Entwicklerkenntnisse. Also Sie müssen keinen Code eingeben, sondern es ist ein bisschen wie, wenn Sie mal Outlook-Regeln erstellt haben, dann können Sie auch einen Flow erstellen. Was wir eben gemacht haben, ist, dass wir einen Flow zwischen Teams und Inlooks erstellt haben. Das heißt, bei einer Nachricht in einem Kanal soll eine Inlooks-Aufgabe erstellt werden. Und ich zeige Ihnen mal, wie dieser Flow aussieht. Ich bearbeite den jetzt mal. Und das heißt, Sie haben immer einen Trigger, also ein Event, ein ursprüngliches Event, das eben diesen Flow aktiviert. Also das ist ein automatischer Flow, das heißt, sobald eine neue Kanalnachricht hinzugefügt wird, wenn Sie fragen, aber wo hinzugefügt, dann ist nämlich hier. So, wenn ich hier öffne, dann können Sie nämlich das Team auswählen, das ist auch unser Support-Team und im Kanal Bugs. Das heißt, wenn in diesem Kanal eine Nachricht hinzugefügt wird, dann was soll in Inlooks passieren? Dann soll bitte in Inlooks eine neue Aufgabe hinzugefügt werden und dann können Sie die Informationen hinterlegen. Das heißt, der Name der Aufgabe ist die Hauptmeldung und dann möchten wir noch ein Startdatum haben. Das Startdatum ist dann einfach wann diese Nachricht erstellt wurde oder diese Kanalnachricht erstellt wurde. Also und dann noch habe ich jetzt noch gesagt, dann möchte ich bitte auch noch, dass eine
Aufgabennotiz zusätzlich hinzugefügt wird. Und da muss man eben hier die Planning Reservation ID hinterlegen, damit auch diese Notiz, auch diese Aufgabe hier oben zugeordnet werden kann. Und wir sagen, in der Beschreibung, also in der Notiz steht dann eben auch einfach die Nachricht. Genau. Und so sieht das aus, sind diese drei Schritte, die aber wirklich automatisch erfolgen, wenn was passiert. Und ich gehe jetzt mal wieder zurück und gehe mal wieder zurück hier in mein Teams. Wir sind im Bugs-Kanal und ich habe natürlich auch hier schon was vorbereitet. Ein Bug, den wir einschicken können. So. Neue Unterhaltung. Dann haben wir hier in diesem Bug. Dann gebe ich nochmal die Uhrzeit ein. Es ist 11:21 Uhr. So, damit wir auch die Aufgabe richtig zuordnen können, dass wir da nicht verwirrt sind. Genau, und wenn ich jetzt hier die Aufgabe abschicke, dann kann ich hier in Linux Web App, kann ich Ihnen das mal hier rüber ziehen. Dann, wenn wir das nochmal aktualisieren, kann sein, dass es immer mal eine Minute dauert, bis das aktualisiert wird. So. Ich hoffe, es funktioniert jetzt und es ist nicht der Vorführeffekt, so, dass es nicht geht. So, schauen wir mal ein bisschen. Vielleicht sind wir einfach nur zu ungeduldig. Gut. Um 10:30 Uhr hat das perfekt funktioniert, als ich das heute getestet habe. So, haben Sie sehen hier schon ein Pop-up von meinem Outlook, sehr gut von meinem Outlook-Add-in. Das heißt, hier ist unsere Aufgabe reingegangen, in Outlook zumindest schon mal sehe ich das. Und ich will hier so meine Web-App nochmal aktualisieren, genau. Und hier ist dann unsere Aufgabe direkt. Wir haben den Aufgabennamen, ist die Nachricht und wir haben hier auch einen Kommentar hinterlegt bekommen. Und genau, und so können Sie das abbilden. Sie können natürlich auch sagen, wenn Sie sagen, ich möchte nicht alle Nachrichten, die in diesem Kanal reingehen, soll als Aufgabe erstellt werden, sondern nur Nachrichten mit einem bestimmten Präfix, zum Beispiel hier Bug. Nur wenn wirklich Bug in dieser Nachricht steht, dann soll es bitte in Inlux reingehen als Bug-Aufgabe. Ansonsten nicht. Ich habe für der Einfachheit halber habe ich jetzt keinen solchen Filter eingebaut. Können Sie aber machen. Aber genau deshalb habe ich eben vorhin, wenn Sie sich erinnern, so, gut, ein Luxbild unbedingt, dass ich diese Aufgabe sofort erledige. Ich habe vorhin diesen Haken rausgenommen, dass der Kanal nicht benachrichtigt werden soll, wenn das eine neue Registerkarte hinzugefügt wurde. Aber Sie sehen hier schon, hier ist es nämlich, habe ich es gestern gemacht oder am 18.05. Und da wäre auch diese Nachricht wäre tatsächlich in mein Projekt gelandet und das will ich natürlich nicht haben. Und hier ist es natürlich dann wichtig, dass auch Teams, wie immer, wenn sie eine Software nutzen, egal welche, muss es immer bestimmte Regeln geben. Teams müssen auch diszipliniert da arbeiten. Und wenn Sie sagen, bitte hier in diesem Kanal nichts anderes als Bugs einstellen, bitte keine ansonstigen Kommentare, weil die landen eben alle im Projekt. Und dann muss man das mühselig manuell eben rausfiltern, wenn eben kein Filter da drin ist in dem Flow. Ja, da ist mein Tipp immer tatsächlich für jedes Programm, das Sie nutzen, dass es bestimmte Verhaltensregeln gibt oder bestimmte Arbeitsregeln. Das hilft allen wirklich effizienter und produktiver zu arbeiten. Das heißt, manchmal ist einem das bewusst, man macht das so, aber allen anderen ist es vielleicht nicht so bewusst, wie der Arbeitsvorgang hier ist. Genau, das ist so mein Tipp. Wir sind eigentlich relativ schnell fertig. Es ist relativ kurz. Wenn Sie Fragen haben zu Inlux und Teams, gerne jetzt nochmal reinschicken. Wir haben noch ziemlich viel Zeit. Wenn Sie vielleicht gerne noch was sehen möchten, schicken Sie auch eine kurze Nachricht in den Chat rein und dann kann ich Ihnen das nochmal hier live zeigen. Genau. Ansonsten,
wiederholen wir dieses Webinar oder wenn Sie sagen, ich möchte auch mal beim ersten und zweiten Teil live dabei sein, falls ich dann irgendwie bestimmte Fragen habe, dann wiederholen wir unser Webinar tatsächlich regelmäßig und dann ab nächsten Jahr gibt es dann wieder neue Webinare und Teams entwickelt sich natürlich auch regelmäßig weiter, diese Neuerungen. Versuchen wir natürlich dann auch immer in unseren Webinaren natürlich mit einzubauen und dass natürlich immer die neuesten Tipps und Tricks dabei sind. Wir haben auch, wenn Sie sagen, auch Inlux interessiert mich, falls Sie noch nicht Inlux-Kunden sind, falls Sie schon Inlux-Kunden sind und sich das noch mal genauer anschauen möchten oder weitere Infos haben können, können Sie natürlich sich jederzeit an uns wenden, an Ihren persönlichen Account Manager oder an unseren Customer Success Consultant, der hilft Ihnen auch gerne dabei oder ich und meine Kolleginnen und Kollegen alle sind immer da. Aber wenn Sie sagen, ich möchte Inlux näher kennenlernen, dann haben wir nächste Woche ein Webinar zu Inlux. Und allgemein, wenn Sie sagen, ich weiß, dieses Webinar, da habe ich keine Zeit, dann können Sie auch immer eine persönliche Demo vereinbaren, natürlich. Genau. Gut. Es kamen bisher soweit keine Fragen rein. Dann würde ich sagen, sind wir überpünktlichst fertig geworden. Ah, doch. Genau. Dann genau die Frage auf die ersten beiden Teams-Webinare. Ich weiß nicht, ob Sie das alle sehen können mit dem Chat. Manchmal funktioniert es mit dem Chat, manchmal nicht. Ich schicke natürlich die Links auch in der Nachfass-E-Mail raus. Das heißt, Sie finden, wenn Sie jetzt auf unseren YouTube-Kanal gehen, Inlux GmbH, da gibt es eine Playlist, die heißt einfach Zusammenarbeit in Microsoft Teams, da finden Sie es gleich. Aber wenn Sie sich etwas gedulden können, dann schicke ich Ihnen natürlich auch den Link. Moment, ich habe das natürlich hier. So, hier sehen Sie das. Also ich bin jetzt nicht hier drinnen, aber wenn Sie hier oben. Ich bin jetzt in meinem Kanal natürlich eingeloggt. So. Und dann gibt es hier die Registerkarte Playlist. Also es ist einfach Inlux GmbH, können Sie aber, oder Inlux.de können Sie suchen, Inlux GmbH, dann finden Sie uns. Und dann gibt es hier die Playlist für die Zusammenarbeit in Microsoft Teams und auch noch für die Inlux und Power Automate, falls Sie ein bisschen lernen möchten, wie Sie ein Flow in Power Automate selbst erstellen können. Bisher gibt es nur ein Webinar, also in der Reihe, das heißt überschaubar. Genau. Aber hier finden Sie auch eben unsere ganzen anderen Webinare, auch unsere, wo sind die Outlook-Webinare? Genau, die sind sehr, sehr beliebt, unsere Outlook-Webinare. Hier finden Sie natürlich auch alle und genau. Super. Dann. Wenn es keine Fragen mehr gibt, keine Kommentare, dann möchte ich mich herzlich für Ihre Teilnahme heute bedanken. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen heute was Neues zeigen. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, melden Sie sich jederzeit. Wir sind auf jeden Fall gerne persönlich für Sie da. Die Nachfass-E-Mail schicke ich diese Woche noch raus. Das heißt, da können Sie sich das alles nochmal genauer anschauen, auch eben die ersten beiden Teile. Gut, dann wünsche ich Ihnen schon mal eine schöne Restwoche, einen schönen ersten Advent schon mal. Bleiben Sie gesund, und hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder bei einem unserer nächsten Webinare. Bis bald.